Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf diesem Kanal. Es geht um Rogue Legacy. Wie der Name vielleicht schon vermuten lässt, handelt es sich bei diesem Spiel um ein Roguelike. Danke nochmal an den Berserker Jack, dass er mir dieses Spiel empfohlen hat. Beziehungsweise vielleicht ist diese Lobsprechung schon noch zu früh, weil, oh Gott, ich keinen Plan habe, ob mir dieses Spiel gefällt oder nicht. Ich habe eben einmal das Tutorial gemacht. Wir können in unser Haus hier rein. Hier haben wir eine Schmiede. Okay, wie gesagt, es ist ein Rogue Like, beziehungsweise eher Rogue Light, würde ich fast sagen. Wir können angreifen. Pumpst du schwach? Oh Gott, nein, er versucht, das tut weh. Ja, wir sind dieser kleine Ritter. Das ist ein 2D-Plattformer, Rogue-like-ähnliches Spiel. Man kann auch zaubern und so. Wir sind dieser coole Ritter, können angreifen, hüpfen. Man kann auch irgendwie zaubern. Oh, da. Ah, unsere Zaubersprüche sind gerade solche Wurfmesser. Ist interessant. Aber die kosten Mana. Ja, es ist wohl so ein bisschen wie Dead Cells, wenn ihr das kennt. Dazu wollte ich auch nochmal ein Video zumindest machen. Es soll ganz gut sein. Es war gerade im Angebot für 4 Euro und da dachte ich mir, yo, hol ich mir mal. Tagebucheintrag. Verrat! Ein Attentäter hat mein Vater, den König, verwundet. Um die Ordnung im Königreich wiederherzustellen, hat er mich und meine Geschwister auf eine Mission geschickt, um ihn zu retten. Zusammen werden wir uns in den verfluchten Wald begeben und Schloss Hamson betreten. Seit Urzeiten steht dieses verfluchte Schloss am Rand des Waldes, aber Gerüchten zufolge soll sich darin ein Gegenstand befinden, der alle Krankheiten heilen kann. Heute Nacht verschaffe ich mir einen Vorsprung. Während meine Brüder und Schwestern noch schlafen, werde ich mich bereits auf den Weg machen. Es wäre eine Schande für meinen Namen, bei dieser Mission zu versagen. Okay, ich habe nämlich eben schon das Tutorial gemacht, da war ich ein anderer Dude. Und da habe ich so einen König tatsächlich auch gehauen und dann war ich wohl der Böse im Tutorial. Höchst interessant. Wähle einen Teleport. Okay, das bringt mir noch nichts. Hier ist wahrscheinlich irgendeine Boss-Tür, die man später freischalten kann. Ja, ist irgendwie sehr wie Dead Cells aufgebaut, muss ich sagen. Das Spiel ist schon ein bisschen älter. Ich weiß nicht, ob vielleicht einige von euch das kennen. Oh Gott, hier sind ja gleich richtig viele Gegner. Ich werde wahrscheinlich auch richtig schnell sterben hier in der ersten Folge. Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ich habe wirklich noch gar keinen Plan von diesem Spiel. Ich habe es bisher... Lol, da sind ja Fallen. Ich habe es bisher auch noch nie bei irgendjemandem gesehen. Obwohl es das schon seit 2013 gibt und wie gesagt, es relativ bekannt sein sollte. Leute, hier ist ja alles sind Gegner hier. Was ist das für ein Bild? Hör auf mich, wieso ist das einer von Disturbed? Wieso war da das Disturbed-Bild drauf? Ich bin richtig verwirrt hier. Aua, kann man die Dinger kaputt machen, ja? Oh Gott, ein großer Typ. Wir haben nur noch 8 Leben, by the way. Hier, friss das. Oh Gott, ich sterbe einfach richtig schnell. Hier, das ist für dich. Und das auch. Tada. Nein, da ist schon wieder ein Bild. Oh Gott, dieses Bild wird mich töten. Nein, cool. Okay. Ich kann jetzt noch nicht so viel erzählen, was man in diesem Spiel machen kann und so. Wir haben eine Blaupause gefunden. Knappen Brustplatte. Wie gesagt, ich habe wirklich nur das Tutorial gemacht und bin gerade sehr... Okay, das ist kein böses Bild. Yo, nö. Bin gerade sehr... Hilfe. Genauso bin ich. Ich bin gerade Hilfe. Kann man die so töten? Was meint ihr, Leute? Verlieren die nach einer Zeit Leben? Ich bin einfach gegen ihn gelaufen. Oh nein, Sunny wurde von Halfas getötet. Mit Himmelsruhen kannst du fliegen, indem du A in der Luft drückst. Okay, wir sind schon mal einmal gestorben. Das lief nicht so gut. Ach, guck mal, jetzt haben wir hier verschiedene... Nein, das sind unsere Ahnen und Vorfahren und so. So, Johannes ist schon gestorben. Nee, wir können alle spielen, oder was? Aha. Sir Johannes ist ein legendärer Ritter. Dann haben wir noch Sir Lee, den haben wir, glaube ich, gerade gespielt. Der ist ein entschlossener Ritter. Und dann haben wir Sir Wilson. Der ist ein Schurke. Tollpatschusch und homosexuell. What? Durfte man damals schon homosexuell sein? Ich glaube nicht. Ein riskanter Held. Geringe Werte, aber kann verheerende kritische Treffer landen. Merkmal tollpatschig. Du hast 2 linke Hände und kannst Zauber nicht ordentlich wirken. Na, ganz toll. Merkmal homosexuell. Du magst die Herren. Zauberspruch. Chakram. Feuert ein Chakram. Chakram. Ab, das zu dir zurückkommt. Das klingt gut. Okay, komm, wir spielen den Homosexuellen. Ja, ich möchte den Homo spielen. Das wird geil. Um ein Merkmal zu kaufen oder verbessern. Oh, guck mal, wir haben jetzt eine Schmiede gekauft. Ich habe so gar keinen Plan, was hier los ist. Der Schmied kann die beste Ausrüstung der Welt herstellen und dich dabei in einen für wahr vortrefflich furiosen Feindverdampfer verwandeln. Sammle Blaupausen und erhalte so noch ausführlichere Auswahl an Ausrüstung für dein Arsenal. Ja, also irgendwie auch RPG-mäßig. Ah, wir haben 30 Punkte. Das nächste kostet 75. Man wird auch besser und so. Guck mal, da ist der Schmied. Hallo, Schmied.
Willkommen, Held! Vielleicht kannst du mir helfen. Einst war ich der beste Schmied in allen Landen. Aber eines Tages haben die Monster dieses Schloss meines Schmiede angegriffen und all meine Blaupausen gestohlen. Ohne diese Blaupläne kann ich nur Besteck und Kleinkram herstellen. Bitte bring mir alle Blaupausen, die du finden kannst. Dann schmiede ich dir die beste Ausrüstung überhaupt. Zu einem gewissen Preis natürlich. Alles klar. Guck mal, wir haben schon ein Großschwert oder was das ist. Ein Knappenschwert. Oh, das kostet aber ganz schön viel Gold. Okay, man muss anscheinend sehr viel grinden in diesem Spiel, wie es aussieht. Kann man den angreifen? Stirb! Ich stirb! Guck mal, warum... Guck mal, wir haben so eine schwarze Aura um uns rum. Und sind verwirrt. Okay, was machst du denn hier? Hallo? Ah, ihr müsst den Tribut zahlen. Willst du Charon all dein Geld geben und das Schloss betreten? Na gut, ich kann mit meinem Geld sowieso nichts machen. Hä, was soll das denn? Na gut, wir hatten eh nur 30, von daher alles cool. Bisher gefällt mir das Spiel eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Oh, 100 Gold gleich wiederbekommen. Wow, in diesen Kronleuchtern ist richtig viel Geld drin. Jederzeit Karte ansehen. Aha, geht das auch in-game dann, oder wie? Okay, sehr interessant. Hä, wir sind ja jetzt schon in-game. What? Was macht der denn hier? Was ist, wenn wir trotzdem versuchen zu zaubern? Oh, das geht einfach nur in die falsche Richtung. Okay. Stirb! Okay, gar nicht so schlecht. Oh, es verbraucht relativ viel Mana. Hä, wieso sind denn hier plötzlich neue Gegner? Hat dieser... Typ hier, den wir gerade haben, ich habe seinen Namen vergessen, ich nenne ihn einfach Homo. Hat der Homo, ohne jetzt abwirkend zu sein, hat der ein anderes Schloss oder was? Es gibt auch noch so eine Fähigkeit, dass man nach unten angreifen kann. Oh, und ihr seht schon, wenn man das macht, oh, wenn man das im richtigen Zeitpunkt machen würde. Was ist das denn? Hä, man kriegt auch jedes Mal neue Leute. Lady Ferris. Ich bin richtig verwirrt, Leute. Oh, wir haben auch noch Lady Block. Wieso sind die alle homosexuell? Ich bin so verwirrt. Surly der Zweite, der Standardheld. Sterben die wirklich alle weg dann, oder was? Lady Ferris. Okay. Der sieht cool aus. Der hat ADHS und ist homosexuell und ist ein Magier. Okay, das klingt gut. Dann kann ich vielleicht ein bisschen auf Distanz bleiben. Aber wir kaufen uns hier mehr Leben, of course. So, schön. Ach, wir sind eine Frau, oder was? Wieso haben wir ein Bart? Wir haben ein Bart, aber haben eine Frauenstimme. Okay, um ins Schloss zu kommen, muss man immer sein ganzes Geld ausgeben. Okay, alles klar, cool. Aber hier in dem ersten Ding... Oh nee, diesmal kriegen wir gar kein Geld. Doch, da 100 Geld, ja! Yeah. Ich weiß nicht, Leute, das... Ich glaube, das Spiel ist auch schwer. Was ist das für ein Schloss hier? Boah, okay, ich glaube, ich muss mich da wirklich erstmal reinfuchsen, dass ich da klarkomme. What the hell? Okay, man kann auf jeden Fall alles einfach... Ich bin gleich schon wieder tot. Man kann alles überspringen, wenn man will. What the hell? Ist das so ein schweres Spiel? Soll das so schwer sein? Ist ja noch schwerer als Dark Souls. The heck? Ja komm, Lady Lina. Ich glaube am Anfang... Ey, wir sind klein. Ich glaube am Anfang ist das wirklich komisch. Oder am Anfang muss man wirklich... erstmal raffen, wie das geht. Und man muss sich auch ein bisschen mehr Leben holen und so. Ich bin mir sicher, man kann das auch schaffen. Okay. ohne so schnell zu sterben. Aber ich krieg's gerade nicht hin. Guck mal, ich habe hier so ein... Das hält ja gar nichts auf. Ich dachte, das wird vielleicht die Projektile abwehren. Aber macht es nicht. Oh, ganz viel Geld. Okay, mal gucken. Vielleicht kriegen wir es ja hin. Okay, finde ich gar nicht so schlecht, dieses Schwert. Stirb! Und wir haben relativ viel Mana. Au! Das ist ja die schlechteste erste Folge ever. Ich glaube, ich war in keinem einzigen Roguelike so schlecht wie in diesem. Holy moly. Oh, es gibt richtig viele Charaktere. Das finde ich cool. Das ist gerade ein bisschen peinlich, Leute. Oh, klasse, verbessert. Befördert deine Ritterin zu Paladininnen. Durch strenges Training haben Paladininnen gelernt, wie man Angriffe von allen Seiten abwehrt. Okay. Was stand da? Moment. Mach deine Ritterin zu Paladin, einer furchtlosen Kämpferin, an vorderster Front. Drücke Y und jeglichen Schaden zu blockieren. Oh, wir haben eine neue Fähigkeit. Das probieren wir doch gleich mal aus. Wir können coole Äxte hier oder sowas werfen. Hier, nimm all mein Gold, ist mir egal. Das probieren wir doch gleich mal aus. Aber irgendwie mega schwer. Okay, Y bringt überhaupt gar nichts. Ich glaube, ich bin jetzt noch kein Paladin, sondern ich werde erst Paladin mit dem nächsten Wandern, oder was?
Ich kann auf jeden Fall... Vielleicht muss ich Y im richtigen Moment drücken? Oh, kritisch. Warte, ich drücke jetzt mal Y. Ping! Nee, okay, das geht nicht. Gut zu wissen. Moment. Okay, wir gehen jetzt mal ein bisschen schlauer an die Sache ran. Und nicht einfach immer draufhauen. Ich glaube, immer nur draufhauen ist schlecht. Und diese schwarze Aura um uns rum macht anscheinend alles kaputt, oder was? Alles, was wir berühren? Ich mag diese Äxte, die sind richtig cool. Okay, der oder die, die Typen hier scheint recht stark zu sein. Die haben jetzt keinen Bader mehr. Okay, ich muss erstmal überhaupt klarkommen, was man hier, was ist das, was man hier machen kann und muss und tun. Ist das so Metroid Prime-mäßig? Das Land der Dunkelheit? Will ich hier sein? Hallo, du komischer Teufelsgnom. Okay. Könntest du mich nicht töten? Ich habe nur noch 3 Leben. Könntest du mir Leben geben? Ich habe Angst. Das ist irgend so ein... Der wirkt mega wie so ein Japaner-Dude. So ein... Hilfe. Ja, so ein Teufelding halt. Was soll ich tun? Ich habe weder Mana, noch habe ich irgend... Ah! Ich habe keinen Mana, ich habe keine Leben. Stirb! Wieso hat er so viele Leben? Okay, aber ich glaube, der kann jetzt nichts anhaben. Solange wir seinen komischen Dingern nur ausweichen. Nein! Ich dachte, ich wäre Mario! Von Ninpo. Ja, das war, glaube ich, wirklich ein Japaner, der uns da getötet hat. Das ist ja super schwer! Paladin. Ist doch kacke. Gut, wir haben kein Gold für irgendwas. Aber wir haben jetzt einen Paladin und können Sachen blocken und das ist alles verkehrt rum. Okay, gefällt mir. Y. Block. Block. Okay, wir können blocken. Das Game ist mega strange. Okay, man muss trotzdem nach oben drücken, damit man hier reinkommt. Jetzt ist alles auf dem Kopf. Mega gut. Ist der da wenigstens ein bisschen stärker, der Dude? Hui. Okay, da unten sind Zombies. Stirb. Oh Gott. Stirb. Ich werde einfach von allem getroffen. Super schwer, das Spiel. Komm her. Ja. Okay, was ich sagen wollte, vielleicht kommt bald mal ein Part zu Dead Cells, allerdings wirklich nur ein Part, weil ich habe das ja vor einer Zeit mal in einem Stream durchgespielt. Achso. Oh, ich bin schon wieder tot, sagst du? Nee. Und nach einmaligen Durchspielen ist das relativ langweilig. Noch ein paar Mal häufiger zu spielen, aber ich glaube, ein Part will ich dazu mal machen. Einfach, damit ihr das mal seht, wenn ihr nicht im Stream wart, dass das ein schönes Spiel ist und keine Ahnung. Aber jetzt müssen wir erstmal klarkommen mit diesem Spiel. Ich glaube, ich kann mir nicht leisten, hier so viel zu reden. Oh Mann, ein Hit und ich bin schon wieder tot. Oh, eine Kiste. Meine erste Kiste überhaupt. Nee, meine zweite. Okay, keine Ahnung, was das war. Irgendeine Blaupause. I'm happy about that, I think. Könntest du mich nicht töten? Ich habe nicht so viele Leben. Oh mein Gott, ey. Super schwer, dieses Spiel, jetzt ohne Witz. Okay, das Bild ist nicht böse. Da ist Geld drin. Komische Sachen, die hier alle schießen. Hat er mich getroffen? Nee, ne? Gut. Okay. Warte, wir können auch blocken. Lass mal probieren, wie das Blocken geht. Oh, das kostet Mana, wenn wir blocken. Okay, das ist gut zu wissen. Wie kriegt man Leben dazu? Es wirkt auch so... Das sind doch Leben. Es wirkt so ein bisschen wie Goblins in Dungeons, oder wie das heißt? Gungeon and Goblins, oder wie das heißt? Okay, ist mega hart, Leute. Ich weiß nicht, was ich euch hier so zeigen kann. Wollen wir einfach mal den Standard halt... Vor allem, wir kriegen hier immer mehr Leute. Wenn das immer so weitergeht, dann bin ich aber überrascht. Dein Erben? Kann ich? Muss ich immer wieder einen neuen nehmen? Was ist, wenn ich jetzt Sir Johannes wieder nehme? Ah, ich muss immer einen von den drei hier auswählen. Und das sind meine Vorfahren, die alle schon gestorben sind. Okay. Wir nehmen den Magier. Und diesmal kommen wir mal ein bisschen weiter, okay? Lass mal zumindest in die zweite Ebene kommen, Fragezeichen. Ich weiß nicht mal, ob wir schon in der zweiten Ebene irgendwie waren. Einfach dadurch, dass wir in dieser Dunkelheit da waren, wo dieser Japaner uns gekillt hat. Jo, was ist das denn schon wieder? Und hier gibt's garantiert auch Bosse. Ohne Witz, das Spiel ist schwerer als Dark Souls. Schwerer als alles, was ich... Aber Dark Souls ist auch nicht schwer. Also nicht wirklich. Können wir den überhaupt töten da drin? Ich glaube nicht. Kann ich mal was anderes haben außer Schwerter? Oder ist das wirklich so ein Spiel, wo man immer abwarten muss, wie bei Dark Souls? Und sich quasi den Gegnern anpassen muss? Da komme ich ja gar nicht mit klar, Leute. Da bin ich lieber der Isaac-Fan, wo man einfach immer auf die Gegner raufschießen kann. Und nicht so viel nachdenken muss, beziehungsweise nicht so lange warten muss.
Das Spiel gibt es uns gerade für 4 Euro. Ich glaube, bei Steam kostet es aber trotzdem 12 Euro oder sowas. Also wenn ihr das selber mal spielen wollt, dann guckt da. Oder bei MMO Ogre, weil da kostet das halt gerade nur 4 Euro. Stirb! Wieso hast du so viele Leben, du komisch grünes Ding? Ach, danke. Na, neue Blaupause? Nee, aber ein bisschen Geld. Oh, wir haben mal 300 Münzen. Können wir uns vielleicht mal was vor einem Schmied kaufen? Wie krass ist das denn? Aufgabe für Feentruhe. Besiege alle Feinde. So eine geile Feentruhe hätte ich gerne. Dann werde ich der neue Link. Ja. Oh, das sieht nett aus. Ey, das ist ja richtig krass. Guck mal, wir haben... Oh, nein, wir haben nicht mehr viele Leben. Ein Glück hat mich das nicht getroffen. Und wir haben auch keinen Mana mehr. Ah, jetzt verstehe ich dieses Feuerding, was wir da haben. Wenn wir das einsetzen, dann können wir für so lange, wie wir es einsetzen, das haben. Macht das Sinn? Also wenn wir es einsetzen, dann verlieren wir MP. Lol. Für jede Sekunde, wo wir es einsetzen. Ja, ich glaube, ich kriege hier nichts hin. Aber den fand ich ganz cool. Seine Fähigkeit war nice. Tunnelblick. Voll der dünne Dude, Alter. B. Beschwört eine große Klinge, die dich beschützt. ADHS, Hormonüberschuss. Finde ich gut. Mit seinem Hormonüberschuss hier. Was ist denn das? Ausrüstung plus. Wenn du deine Tragfähigkeit erhöhst, kannst du bessere und schwere Rüstung tragen. Bringt wahrscheinlich erst später was. Lass mal zum Schmied gehen. Vielleicht können wir uns ja was Cooles kaufen. Hier, dieses Breitschwert hätte ich gern. Ja, Knappenschwert. Dankeschön. Habe ich das jetzt von Anfang an? Ist das... Hat sich mein Schwert jetzt verändert? I don't know. Gar kein Plan, Leute. Nun gut, auf ein neues. Lass mal diesmal nicht so oft sterben. Ich muss aber auch erstmal raffen, wie oft man Gegner treffen muss und so. Au. Damit sie halt sterben. Oh, da waren Leben. Nein, hier sind die Leben weg. Okay, man darf die... Oh, diese scheiß Bilder. Man darf die Ebene nicht verlassen, wenn da irgendwas rumliegt. Mann, lass mich in Ruhe. Ah ja, wir haben ja ein Schild. Das ist ja super nervig. Vor allem, dass sie einfach durch alles durchschießen können. Nee, oh Gott. Ich bin schon wieder mit einem Hit tot, Leute. Da kommt schon wieder ein Bild an. Ich habe keinen Bock auf das Bild. Was ist das für ein Spiel? Nein, Lady Sonia. Ich weiß nicht, was ich tun soll, Leute. Gebt mir Tipps. Okay, Gwendoline, du bist dran. Ich wähle dich. Ich weiß nicht, das wirkt sehr schwer, dieses Spiel. Aber irgendwie gefällt mir das. Ich mag sowas. Oh. Diese Kackzauberer, vor allem die sind einfach überall, das ist voll der Bullet Hell hier. Ich glaube, wenn man gut in diesem Spiel ist, dann sieht das auch ganz schön impressive aus, wenn man das gut spielen kann. So, okay, der schießt immer nur so. Wir müssen erstmal raffen, wie die Gegner angreifen, wie oft wir die treffen müssen. Was, ein Chicken? Stirb, du Chicken, und gib mir deine Leben. Das war einfach ein gebratenes Chicken, was trotzdem noch rumgelaufen ist. Das sind schon wieder zwei eklige Bilder hier. Was soll man gegen diese Bilder machen? Alter, wir brauchen dringend irgendwas, damit wir die mit einem Hit kaputt machen können. Ohne Witz. Diese Bilder sind viel zu krass. Okay, ja toll, Fallen. Ich liebe Fallen. Und wenn ich noch gar nicht raffe, was ich machen kann. Hier, stirbt an irgendwas. Okay. Komm, diesen Raum überleben wir ja wohl. Okay, nice. Was, stehst du da hinten? Kann ich dich trotzdem angreifen? Nein. Aber wir sehen uns. Wir wissen, wir sind da. Also ich muss sagen, Dead Cells ist gegen das hier auch leichter. Und bei Dead Cells bin ich auch am Anfang sehr, sehr häufig gestorben. Oh, lass mich doch bitte einfach in Ruhe. Ich habe keinen Mana, um dich zu töten. Was macht der? Der greift einfach nur an, ne? Ja. Okay. Das ist ja easy. Kannst du mir Leben geben? Haha. Du warst One-Hit. Easy. Oh, ohne Witz. Wie habt ihr das gesehen? Der hat gar nicht in meine Richtung geguckt. Und dreht sich ganz schnell um und schießt dann. Was ein Arschloch. Gut, ich glaube... Ich muss das noch ein bisschen trainieren, bis ich da wirklich mal eine ordentliche Folge zu machen kann. Würde ich sagen, war es das erstmal mit diesem kleinen Einblick zu Rogue Legacy. Ich glaube, das wird auch erstmal als letztes Test auf meinem Kanal landen. Die erste Folge kommt dann, wenn ich eventuell ein bisschen trainiert habe. Ich weiß nicht, könnt ihr mir mal sagen, wie ihr dieses Spiel findet?
bin jetzt natürlich immer im ersten Raum quasi gestorben. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Das ist ein bisschen embarrassing, diese Folge. Aber gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.